Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir bedanken uns für alle Resonanzen, die hier eingehen. Und ein Mann schreibt uns: Habe heute eure 12-Minuten-Sendung gesehen mit dem Resultat? Das war spitze. In der Kürze liegt die Würze. Weiter so. Der Herr segne euch und euer Team. Und wir freuen uns sehr über diese Nachricht. Hoffnung um 12. Lass dich heute wieder ermutigen. Ich sage dir, mach dir keine Sorgen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Philipper 4, Vers 6 aus der Bibel fängt an: Mach dir keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ist das nicht wunderbar, wenn es in der Bibel steht: Mach dir keine Sorgen? Dann sollten wir das auch wirklich beherzigen. Und wir dürfen in jeder Lage zu Gott beten. Auch wenn es uns gut geht, das kommt ja auch mal vor. Aber auch in Situationen, die so richtig schief sind, wo du sagst, ah, da möchte ich Gott nicht mit reinbringen. Ich sag dir, in jeder Lage darfst du zu Gott kommen. Und was dir fehlt, darfst du ihm sagen und schon danken für die Lösung. Wir sind ja so gestrickt, dass wir was bitten und erst Danke sagen, wenn es richtig gut ist. Wenn es nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, dann lassen wir es einfach sein. Ist schon gut so. Aber wir sollen schon danken, bevor wir es haben. Und das ist das biblische Prinzip, weil da steckt dann auch ein Stück Glaube drin. Wenn ich schon im Voraus für etwas Danke sage, dann weiß ich auch, dass sich was bewegen wird. Herr, ich danke dir dafür auch jetzt, dass sich was bewegt für jeden, der das zu Herzen nimmt. Mach dir keine Sorgen. Der nicht sagt, oh ja, selbst Gott kann mir nicht helfen. Oh Herr, danke Herr, schenke du Glauben und Hoffnung jedem, der zweifelt. Danke Herr. Amen. Amen. Wir möchten heute wieder für alle Anliegen beten, die eingegangen sind und die wir nicht hier vorgelesen haben. Jesus, wir danken dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der sein Anliegen an dich abgibt, der sich an dich wendet mit seinen Anliegen. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du auch für jedes Anliegen eine Lösung hast, dass du der Heiler bist, dass du Lösungen hast, die wir nicht sehen und dass du der Versorger bist. Danke, Jesus. Und egal, was es ist, danke, dass du eingreifst. Und es sind so verschiedenartige Gebetsanliegen, von Krankheiten bis Gerichtsverhandlungen und Arbeitsstellen und Mietschwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten und für Firmen und für Familien und für Kinder. Und Jesus, du weißt es und du kennst jeden Einzelnen und wir legen dir jedes Problem jetzt ans Kreuz und wir danken dir, dass du für jedes Problem ans Kreuz gegangen bist und wir danken dir, dass du eingreifst bei jedem Einzelnen, der sich an dich wendet und du bist ein Gott, der hilft und du bist ein Gott, der Lösungen hat und du bist ein Gott, der Wunder tut und das glauben wir und wir danken dir, dass du eingreifst und dass du bei jedem Einzelnen bist mit deinem Frieden und dass du auch jedem Glauben schenkst, dass du jede Angst besiegt hast und dass du jedem Zuversicht schenkst und neuen Mut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Mann: Ich bitte um Fürbitte für meinen Mann. Er hat schon seit Jahren eine verschleimte Lunge und hüstelt oft. Danke für euer Gebet. Jesus, ich danke dir jetzt auch für diesen Mann, der eine kranke Lunge hat, dass du diese Lunge jetzt durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass sie gesund ist, so wie du sie
geschaffen hast. Und ich danke dir, dass diese Lungenkrankheit besiegt ist. Danke, Jesus, für eine neue Lunge und dass du das wiederherstellst. Danke, Jesus. Und auch all die anderen Personen, die irgendein Problem an der Lunge haben, danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist über jede Person, die irgendetwas an der Lunge hat und dass diese Lunge heil ist. In deinen Wunden, in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Die Infos sind eingeblendet. Und weiter kam per E-Mail folgendes Gebetsanliegen. Ich hatte vor 3 Jahren eine schwere Rücken-OP und man hat mir den letzten Rückenabschnitt versteift. Seitdem habe ich Probleme, denn das sind die Nervenkanäle und es betrifft Magen und Darm. Seit 10 Monaten bin ich aufgebläht und es ist so schmerzhaft. Es geht auch in alle Gelenke. Ich habe alles getan, was von meiner Seite aus nötig war, aber ich erwarte ein kreatives Wunder. Danke für euer Gebet. Ja, genau um das dürfen wir bei Gott bitten. Danke, Herr. Danke, Herr, du siehst jetzt die Situation und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich auch bitten dürfen, dass diese Nervenkanäle sich wieder weiten und dass die Nerven nicht irgendwo eingeengt sind und falsche Informationen weitergeben, Schmerzen weitergeben. Ich danke dir, Herr, danke, dass eine Lösung da du hast. Herr, ich danke dir, dass Heilung hineinkommt, Herr, dass nichts mehr wehtut. Ich danke dir und ich spreche auch in die ganze Nervenbahn Heilung hinein, Nerven, die verletzt sind, Heilung hinein, in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Menschen schreiben uns, die Schmerzen haben in Gelenken und Beinen. Bitte betet für mich. Ich habe starke Probleme mit meinen Hüften, Schmerzen und sehr steife Gelenke. Und ein weiteres. Liebe Müllers, im Januar habe ich ein komplett neues Knie bekommen. Ich habe die Operation in Gottes Hände gegeben. Es war alles sehr gut. Auch die Reha verlief ohne Probleme. Aber seit ein paar Tagen habe ich im gesamten Bein so starke Schmerzen, dass ich nicht mal starke Medikamente wirken. Bitte betet für mich, dass ich diese starken Schmerzen loswerde. Ich habe schon oft um euren Gebetsbeistand gebeten und Gott hat immer erhört. Ja, und wir glauben auch, dass er es dieses Mal tut. Und auch bei den allen Hüften, Gelenk und was auch immer an Schmerzen da sind, glaube jetzt, wir wollen beten. Gott erhört Gebet. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch, Herr, diese Menschen durchströmst. Herr, die Schmerzen haben an Hüften, Gelenken. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der das Wunder getan hat. Und lass es auch wirksam werden, spürbar werden in dem Fall, Herr, dass nichts mehr wehtut. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch wir wirklich den Gelenken und den Hüften befehlen, dass sie gesund sind, Herr. Gesund, weil du Heilung gewirkt hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und so schreibt jemand über WhatsApp: Danke für euer Gebet. Ich möchte von einer Gebetserhörung berichten. Ihr habt für mich gebetet nach einer Lebensmittelvergiftung mit nachfolgend großen körperlichen Schwäche und Magen-Darm-Beschwerden. Jesus hat alles geheilt. Ihm sei Ehre und Dank. Wie schön. Und noch eine Gebetserhörung kam über WhatsApp. Hallo liebes Team vom Missionswerk. Letzte Woche bat ich um Gebet für meinen Schwiegersohn. Gestern war er bei uns und es war ein veränderter Mann. Er war ruhiger, liebevoll und gelassen. Danke für eure Gebete. Und es ist immer wunderbar zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Ja, bleib auch du dran. Du wirst auch das erleben, was du vielleicht für nicht möglich hältst. Und hast du was erlebt? Dann lass es uns über Facebook wissen. Weil es gibt anderen wieder die Hoffnung, egal was es ist. Es muss nicht nur Heilung sein und nicht immer Heilung sein, sondern
Egal, was du erlebt hast mit Gott, lass es uns wissen. Wir freuen uns, das wieder weiter zu sagen. Ja, der Tipp des Tages heute: Mach dir keine Sorgen, hat der Bibelvers begonnen. Und ich glaube, du hast auch Sorgen. Jeder hat irgendwo eine Sorge oder Sorgen. Ich sag dir, wenn du vielleicht 3 Stück hast, vielleicht hast du auch mehr, aber mal deine wesentlichen Sachen. Du machst dir Sorgen um die Kinder, um deinen Arbeitsplatz oder so. Nimm mal die 3 wichtigsten Sorgen für dich, die du hast, und bringe sie jetzt vor Gott. Und ich möchte den Vers nochmal vorlesen aus Philipper 4, Vers 6. Mach dir keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Mach das, du wirst es erleben. Die Sorgen werden verschwinden. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Und heute auch per Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir sind immer für dich da. Nicht immer live, nicht immer am Telefon. Aber wir haben eine Webseite mit vielen, vielen Dingen. Ein riesengroßes Angebot. MP3, Predigten, Ermutigungen, Reiseberichte, Gebetserhörungen, jede Menge. Schau mal vorbei. Und ganz besonders unser neues Magazin möchte ich dir empfehlen. Schau, wie du es bestellen kannst. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir Gottes Segen und bis morgen. Alles Gute dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.